Hi! Hallo! Kommt rein! Zimmerduell 2.0, die zweite Folge mit Captain Sebastian Schonlau und Jonas Meffert. In der ersten Folge konnten Jonas David und Oge Chica Heil überzeugen mit 13 richtigen Antworten. Präsentiert wird das Ganze auch heute wieder von Admiral Bett. Männer, die Spielregeln sind bekannt. Ich stelle die Frage. Meffo ist blau, Bascho gelb. Darauf habt ihr euch vorab geeinigt. Bitte einmal dann nach wenigen Sekunden das Hütchen heben und dann schauen wir mal, wie viele Gemeinsamkeiten ihr habt. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Dann starten wir mit Frage 1. Wer von euch hat bis dato mehr Länder bereist? Und direkt falsch. Gibt's auch eine Lösung? Also löst ihr? Wir können darüber reden, dann so auf die Lösung, denke ich mal. Ne? Okay. Und mehr? Aber, ja. Du, sicher du. Denkst du? Ja. Na, egal. Egal, nächste. Geht immer weiter. Frage 2. Wer hat im letzten Jahr mehr Bücher gelesen? Wieder falsch. Top. Also, sehr ausgeglichen, denke ich mal. Nee, du hast gewonnen. Sicher du. Ich habe gemerkt, wie schnell du dein... Das war jetzt aus einem Buch. Das ist aus einem Buch. Ja, trotzdem. Kann nur besser werden, Männer. Frage 3. Wer von euch ist der größere Romantiker? Ah, da ist der erste Punkt. Top. Sehr gut. Das ist wichtig. Da wird sich zu Hause gefreut. Das gibt Pluspunkte zu Hause. Ich glaube auch. Frage 4. Wer von euch wäre der bessere Bundeskanzler? Der nächste Punkt. Danke, Meffo. Ja, das, bei deinen Reden hier immer. Ein wichtiger Punkt für mich. Das ist sehr glasklar. 2 von 4. Frage 5. Wer verbringt mehr Zeit vor dem Fernseher? Nächster Punkt. Immer nur, weil du Biathlon guckst und Basketball. Ja, schau, Football. Alles. Top. 3 in Folge. Frage 6. Wer von euch ist ehrgeiziger? Yes! Stark! Wir sind gut. Jetzt sind wir im Lauf. Frage 7. Wer macht auf dem Platz mehr Ansagen? Easy. Das war leicht. 5. Punkt. Frage 8. Wissensfrage. Wer hat zuerst beim HSV unterschrieben? Nächster Punkt. Bascho hat unterschrieben, da habe ich noch gedacht, ich steige auf. Oder? Hast du im Kopf? Ja, glaube ich auch. Auf jeden Fall ein Punkt für euch, Männer. Das steht fest. Frage 9. Wem steht das Lakers-Trikot besser? Oh ja. Treffer. Klar. Ja, keine Frage. 7 in a row. 7 von 9 möglichen Punkten bis dato. Frage 10. Wer von euch ist der bessere Tänzer? kann man auch so machen? Ist das also Minus? Eigentlich kein Ziel, ist das Minus? Eigentlich kann man auch gar nicht heben, wenn beide gar nicht heben. Ich finde auch, wir lassen beide unten. Meffo hatte sich schon entschieden, Bascho. Meffo ist nett. Yes, der nächste Punkt. Stark. Aber es ist echt völliger Quatsch. Aber. Ja, eigentlich schon. Noch gleich Elend in dem ja, Bereich. Definitiv. 8 von 10 möglichen Punkten. Frage 11. Wer ist pünktlicher? Boah. Das ist eigentlich auch beide gleich, würde ich sagen, aber. Leider daneben. Ach. Ja. Warst du schon mal zu spät, ne, oder? Ne, hier glaube ich nicht. Ja, ich auch nicht. Also für hier war es. Ja. Na egal. Weiter geht's. Bricht für euch. Immer noch 8 Punkte. Frage 12. Wer schreibt nach dem Training mehr Autogramme? Nächster Punkt. Top. Ist einfach beliebt, Anne.
bleib mal so lange stehen, bis sie endlich kommt. Die wollen gar nicht mehr. Ich hab immer selber, immer extra mit ich hab immer selber einen Stift mit. 9 Punkte bis dato. Frage 13, nehme ich schon mal vorweg, ist ein sicherer Punkt. Habt ihr auf dem Hinweg schon drüber geredet? Wer von euch hat mehr Zweitligaspiele absolviert? Sehr einfach. Habt ihr Zahlen? Meffo 195, Bascho 117. Lieber mehr Erstligaspiele. 10 Punkte für euch. Frage 14. Ihr kommt gerade vom Abendessen, daher passend. Wer isst mehr? Also über den ganzen Tag über. Leider daneben. Echt? Ja, schwer. Ja, war schwierig. Naja, egal. Weiterhin 10 Punkte. Frage 15. Wer schafft mehr Gewicht beim Bankdrücken? Ja, das ist ganz einfach. Auch das ist Not gegen Elend. Bascho, was ist dein Personal Best? Oh, wahrscheinlich 80. Also, ist nicht so richtig toll, glaube ich. Meffo? Ja, auf jeden Fall dann etwas weniger. Ich will keine genauen Zahlen mehr. Auf jeden Fall habt ihr jetzt 11 Punkte vor der letzten Frage. Frage 16. Wer von euch hat in der vergangenen Saison mehr Club-Media-Termine absolviert? Bedeutet Post-Match-Interviews, HSVDE-Interviews, Spieltagscheck. Richtig. Jawohl, ja klar. Das ist unser Kapitän. Das ist dann der 12. Punkt für euch Männer. Joker? Gibt es einen Joker? Joker-Frage? Auch für den Kapitän nicht. Sorry. Ah, schade. Okay, Männer, 12 gemeinsame richtige Antworten. Seid ihr zufrieden mit eurer Performance? Schon sehr, oder? Sehr zufrieden, ja. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so viele Punkte machen. Gute Leistung. Ja. Die Fragen, wo ihr gepatzt habt, waren dann auch 50-50-Dinger, oder? Schlecht gestellt, würde ich sagen. Also eine Frage war einfach schlecht formuliert, da wusste man jetzt nicht genau, im Prinzip was da jetzt gesucht ist. Also wir können nichts dafür. Wir haben 16 von 16 gemacht, aber... Tag an euch. Mit den 12 Punkten reiht ihr euch auf jeden Fall knapp hinter Jonas David und Ogi Heil ein. Also Platz 2 bis dato in Staffel 2. In der ewigen Tabelle führen weiterhin der Cheftrainer Tim Walter und Pressesprecher Philipp Langer mit 14 richtigen Antworten. Echt? Stark. Nicht schlecht. Ist ja schön. Freut uns. Glückwunsch an die beiden.